Hallo und willkommen zurück. Ich begrüße euch zu einer neuen Infrarot-Bildbearbeitung. Ich habe heute ein Bild mitgebracht von Hubert Schütz. Das wurde mit einer Nikon D7100 aufgenommen mit 700 Nanometer Filter. Das Objektiv war das 18 bis 200 mm Objektiv und aufgenommen wurde das Foto am Unisee in Augsburg. Wenn wir das Bild uns angucken, ist das stark magentastichig. Das ist nicht weiter schlimm. Der Weißabgleich war in der Kamera nicht richtig gesetzt. Das aus dem RAW richtig zu setzen, den Weißabgleich, ist überhaupt kein Problem. Das machen wir gleich als erstes. Zu den Aufnahmeparametern. Mit 26 mm wurde aufgenommen bei Blende 8, 1/90 Sekunde und ISO 100. Die Belichtung sieht gut aus, ist alles relativ hell und durchgezeichnet und von daher haben wir sehr gutes Material, um hier gleich starten zu können. Ich möchte heute ein Split-Toning machen, das heißt, wir wollen nachher einen blauen Himmel haben und eine weiße Landschaft, weil wir hier nämlich an diesem See sehr schöne Strukturen haben, Spiegelungen auch der Strukturen. Wir haben nämlich hier in der Mitte so ein, ja, ich weiß es gar nicht, was ist, so ein Holzbalkengerüst oder so eine Kunstinstallation. Und gleich dahinter, wie so eine Krone, hier so ein paar Bäume mit Ästen und Zweigen. Und das Ganze haben wir nochmal als Spiegelung hier unten im Wasser mit ein paar Seerosen oder Teichrosen im Vordergrund. Das Ganze rechts und links gerahmt von Bäumen. Ist eigentlich eine sehr schöne Szene und ein cooles Bild. Und ja, wie wir damit anfangen, wie wir da ganz schnell und einfach eine gute Infrarotbildbearbeitung mitmachen können, das seht ihr dann gleich nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Als erstes springen wir natürlich, wir duplizieren uns das Foto, damit wir, zuerst hatten wir gesagt, Weißabgleich, der ist daneben, aber weil wir hier die RAW-Datei haben, spielt der Weißabgleich keine große Rolle. Wir klicken hier auf manuell setzen und ziehen den Rahmen hier auf die Wolke. Ich will die eigentliche Wolke haben, das ist das neutrale Bildelement nachher haben. Die soll möglichst weiß sein. Und wir können die Belichtung noch ein bisschen nachjustieren, ein bisschen heller machen. Und wie immer, Dunstentfernung und lokaler Kontrast kann eingeschaltet werden. So, und dann machen wir jetzt normalerweise einen Kanaltausch. Und ich hatte vor 2 Wochen im letzten Video gesagt, dass sich in Version 3.2 von Darktable nicht so viel geändert hat. Ich muss wieder ein kleines bisschen zurückrudern, weil sich nämlich die Reihenfolge, die Standardreihenfolge dieser Module ein bisschen verändert hat. Und zwar ist der Kanalmixer, ich gehe mal hier auf den Tab eingeschaltete Module. Moment, muss ich nachher anmachen, sonst sehen wir ihn nicht. Dass sich der Kanalmixer wieder außerhalb des linearen Bereiches befindet, das was wir eigentlich haben wollen, aber hinter dem Modul Ausgabeprofil. Und meiner Erfahrung nach erzielt man die besten Ergebnisse, wenn sich der Kanalmixer vor dem Modul Eingabeprofile befindet. Deswegen mit Steuerung und Shift gedrückt halten, verschieben wir den jetzt wieder an die Position, die wir sonst auch immer hatten. Vorher war er standardmäßig zwischen Eingabeprofil und Ausgabeprofil, was gar nicht gut hingehauen hat. Und so, wenn wir ihn vor Eingabeprofil platzieren, haben wir noch ein paar Vorteile und insgesamt bessere Ergebnisse. Und genau, diese kleine Änderung gegenüber den Videos und Bearbeitungsschritten aus den letzten Malen. Gut, jetzt wollen wir aber mal gucken, dass wir hier, wo ist es, grundlegende Anpassung? Erstmal natürlich Sättigung reinbringen. Die Spitzlichtkompression einschalten, um hier oben an der Wolke die Bereiche zu sichern, dass die nicht überbelichten. Und wir können auch so ein kleines bisschen Helligkeit mit reingeben, nicht viel, so vielleicht. Und jetzt machen wir natürlich unseren Kanalmixer erstmal an, Rot-Blau-Kanaltausch. Und ich hatte schon gesagt, ich möchte den Himmel blau haben und den Rest eigentlich weiß, weil das, der Großteil des Bildes hier im unteren Bereich, der lebt eigentlich komplett von der von den Kontrasten, von der Grafik, und wir brauchen die Farben hier gar nicht so sehr. Wir könnten das natürlich in Farbe bearbeiten, aber ich finde das hier störend und hätte das hier gerne reduziert auf Schwarz-Weiß. Deswegen öffne ich mir das Modul Farbbereiche, gehe auf Sättigung, und wenn wir das aktivieren, sehen wir schon, dass es hier einen Peak gibt im gelben Bereich, das ist jetzt unser Laub, und einen kleinen hier im blauen, bei der blauen Farbe, das ist der Himmel. Und wir nehmen jetzt die Sättigung im gelben Bereich einfach auf 0. Gehen hier ganz runter, und dann haben wir jetzt den Himmel unverändert blau. Wir können ihn noch ein bisschen blauer machen, das heißt ein bisschen Sättigung mit reingeben. Und gleichzeitig dann das Laub und die Bäume entsättigt und hier schwarz-weiß dargestellt.
Ich würde sogar noch ein bisschen Helligkeit mit reinbringen in das Laub, um noch ein bisschen mehr Kontrast zwischen dem Laub der Bäume und den Zweigen zu bekommen. Ich mache das nochmal aus, so war das vorher und das ist das jetzt mit dem Modul. Achso, eine Sache noch, wir können die Helligkeit im Himmel, also das Blau, noch ein bisschen runtersetzen. Und wir können auch die Sättigung im Blau noch ein bisschen weiter anheben. Um dann hier einfach schöneren Himmel hinzubekommen. Gut, zuschneiden und drehen. Ich würde nämlich, also wenn man jetzt ganz genau ist, es ist ein bisschen, ein kleines bisschen schief hier. Das ist nicht viel. Und wenn wir das mal kurz gerade rücken, das ist so ein halbes Grad, das ist wirklich nicht, nichts, was man, oder was ich auch regelmäßig bei der Aufnahme sehe. Wenn wir das gerade rücken, na, das hat er manchmal, wenn er, jetzt zeigt das wieder an, jetzt aktivieren wir das nochmal. Ich wollte nämlich hier unten links in dem Bereich noch ein bisschen das Ufer wegnehmen und außerdem haben wir hier unten nochmal so ein bisschen Himmel und Spiegelung, die ich eigentlich an der Stelle gar nicht mehr brauche, die mir eigentlich so die Grafik kaputt macht. Und das hier ist die Mitte von unserem Crop und jetzt versuche ich das hier auch wirklich mittig an dieser Holzinstallation zu stehen kommt, diese Linie. Dann können wir es noch ein kleines bisschen hochnehmen, um die Spiegelung wegzumachen. Ich würde das, wie gesagt, noch so ein Mühe beschneiden. Ungefähr so, dann kommt die Grafik und diese Symmetrie in dem Bild viel besser raus. So, und was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir den lokalen Kontrast weiter erhöhen. Um noch ein bisschen mehr Pep reinzubringen. Wenn wir mal die Überbelichtungswarnung anmachen, sehen wir, dass wir hier in den Bereichen des Laubes, wo die Sonne direkt drauf scheint und in der Wolke schon ein paar Probleme kriegen, die wir ohne den lokalen Kontrast nicht und noch nicht haben. Deswegen nehme ich nochmal eine parametrische Maske und setze die nochmal ein bisschen zurück, dass wir in den hellen Bereichen dieses Modul nicht so stark angewendet haben wollen. Und dann kann ich ja noch mit dem Detail ein bisschen vorwärts gehen. Und noch ein bisschen mehr Kontrast insgesamt reinbringen. Wenn wir das uns nochmal angucken. So war es vorher ein bisschen flau und grau. Und wenn wir den lokalen Kontrast einschalten, dann ja, wirkt das alles viel plastischer und dreidimensionaler. So, was wir dann noch tun können, ist, dass wir hier den mit einer Farbkurve, RGB-Kurve, dass wir uns die anmachen. Und ich setze ganz gerne einmal einen Punkt hier bei den Schatten und hier bei den Lichtern, damit wir die nicht großartig beeinflussen. Und ich möchte noch ein bisschen mehr Licht einfach in die Mitten reinbringen, das alles ein bisschen aufhellen. Das wollen wir nicht zu doll machen, denn dann geht der Kontrast flöten und wir haben ein Bild, was nicht gut aussieht. Aber wenn wir hier so ein bisschen an der Kurve zupfeln und nur ein kleines bisschen das anheben, dann haben wir insgesamt ein helleres, freundlicheres Bild. Das ist ein bisschen mehr, also es leuchtet einfach, dieses Laub. Das kann man noch ganz gut machen. Und ja, genau, soweit wäre das eigentlich schon fast fertig. Ich hätte ganz gerne hier unten im unteren Bereich noch ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Helligkeit. Wir können uns einen Verlaufsfilter nehmen, der kann nämlich nicht bloß dunkel machen, sondern der kann auch, wenn wir die Dichte auf minus 1 setzen, kann der nämlich auch hell machen, und zwar auf der unteren Seite. Ne, so ist es ohne den. Und das ist mit dem Filter. Ich würde ihn vielleicht sogar noch auf minus 1,5 setzen. Da haben wir hier insgesamt noch mehr Licht reingebracht. So ein bisschen künstlich, aber ja, okay, vielleicht ist doch ein kleines bisschen zu viel. Minus 1,2 sollte ausreichen. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz rein, was das Rauschen sagt. Das ist hier ein kleines bisschen. Wir könnten mal auf Wavelets Auto gehen. Das ist ein kleines bisschen Farbrauschen, nichts, was großartig stört oder schlimm ist. Ein bisschen Schärfe können wir aus dem Bild noch rausholen. Kleinen Radius, und ich setze die Menge ganz gern hoch mit einem Schwellwert. 1, 2, 3 kann man sich eigentlich ganz gut merken. Das finde ich passt bei vielen Fotos ganz gut. Und jetzt haben wir hier ein ganz klein bisschen Schärfe gewonnen. Ist nicht viel, aber ausreichend dafür. Und so, dann schauen wir uns das nochmal in der ISO-Ansicht an, das Bild. Wie gesagt, eigentlich eine, ja, es ist eine sehr schöne Symmetrie, das Bild, das ist ein schöner Blick, der links und rechts gerahmt ist mit dem Himmel, finde ich einen guten Hingucker. Und ja, wir haben die Kontraste hier in den Zweigen, die Strukturen ganz gut rausgearbeitet. Und ich wäre jetzt soweit eigentlich hiermit glücklich mit dem Bild. Wir können nochmal kurz zurückspringen. Ja, jetzt ist er wieder abgeschmiert.
Nein, jetzt ist er. Wir müssen Darktable mal kurz beenden. So, da sind wir jetzt wieder. Manchmal hat die Version 3.2, warum auch immer, wenn man von der Dunkelkammer auf den Leuchttisch springt, dass sie einfriert und abstürzt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mal gucken, vielleicht 3.2.2 wird das vielleicht beheben, diesen Bug. Wie auch immer, wir haben jetzt hier Bild mit schlechtem Weißabgleich, was ein bisschen schwierig zu betonen. Oder ich muss auch dazu sagen, die vielen Nikon-Kameras, die schaffen den Weißabgleich in der Kamera auch gar nicht. Also auch wenn man das jetzt wollte, ist es nicht unbedingt ein Fehler des Fotografen, sondern die Technik, die Nikon schafft es nicht, das besser zu machen in der Kamera. Man kann also schlecht die Bildwirkung und die Belichtung und so weiter hier beurteilen. Jedenfalls nicht in der Kamera. Es ist also ja nicht so schlimm. Man fotografiert einfach, macht den Weißabgleich richtig und hat dann hier alle Möglichkeiten noch in der Nachbearbeitung. Wir haben das ein ganz klein bisschen gekroppt, das Bild, dieses Color Key Bearbeitung gemacht mit dem blauen Himmel und die Kontraste hier im Bild weiter optimiert und besser dargestellt und haben hier ein sehr schönes Bild gekriegt für Infrarot, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Ich bedanke mich nochmal vielmals an Hubert Schütz, dass er uns das Bild zur Verfügung gestellt hat. Wenn ihr mehr von Huberts Bilder sehen wollt, dann könnt ihr ihn auf seiner Webseite besuchen, die blende ich jetzt hier gerade ein. Außerdem findet ihr ihn auch auf Facebook und auf Instagram. Und ja, ich hoffe, dass ihr wieder ein bisschen was gelernt habt heute, dass ihr was mitnehmen konntet. Wenn ihr Fragen habt zur Infrarotbearbeitung heute oder allgemein, schreibt mir einfach eine Nachricht über meine Homepage oder hier in der Kommentarbox. Wenn ihr Lust habt auf Infrarotfotografie, bin ich natürlich auch für jede Frage immer zur Verfügung. Ich freue mich außerdem, wenn ihr mir mehr Bilder schicken würdet, dass ich hier weitermachen kann mit der Bildbearbeitung. Und ansonsten sehen wir uns dann hier wieder in 2 Wochen, hoffe ich jedenfalls. Und bis dahin genießt die Zeit, gutes Licht und bis dahin, ciao.